Freunde, ich muss eins mal an dieser Stelle feststellen. Nicht nur, dass ich alt geworden bin mit euch, sondern, dass ein Mann an meiner Seite schon eine ganze Zeit lang steht, der euch immer unglaublich schön unterhält. Nicht nur bei meinen vielen Events in Deutschland, sondern auch insbesondere bei meinen vielen Konzerten in den letzten Jahren. Die größten waren natürlich die Konzerte in der Arena Oberhausen und er ist immer derjenige, der euch auf den Siegelpunkt bringt. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mal einen riesen, riesen Applaus zukommen lasst. Ich begrüße auf dieser Bühne Frank Neuenfels! So sieht's aus! So bescheiden ist er! Und verdammte Scheiße, ich kann zu Recht sagen, er ist ein wirklich guter Freund geworden. Und der Einzige, der wirklich hier die Wendler-Fans im Griff hat, ne? Allen anderen würde dir wahrscheinlich auf der Nase rumtanzen. Aber ich habe mir gedacht, Frankie Boy, was kann ich dir mal Gutes tun? Denn du hast es ja immer so leicht, du verdienst deine Kohle so leicht. Nee, super, Michael. Da habe ich mir gedacht, da schreibe ich mal einen Titel und zwinge dich einfach mal mit dem Wendler zusammen Duett zu singen. Ja? Und ich weiß gar nicht, ob du dich erinnern kannst, so. wir haben diesen Song hier auf dieser Bühne zum ersten Mal gesungen gemeinsam. Genau, und er viel besser als ich, deswegen wollte ich auch noch nicht mehr mit ihm. Aber jetzt ist die Zeit gekommen. Ich höre von meinen Fans so oft, Michael, hast du den Song dabei? Und ich sage jedes Mal, nein, nein, nicht an ihm, er ist ja nie dabei. Also zumindest meistens nicht. Deswegen habe ich ihn aber heute euch mitgebracht. Hier ist Königin der Nacht. Okay, Freunde. Du bist die Königin.
Jahre alt geworden, aber du hast es immer noch drauf. Es geht noch, du. Es geht. Und weil der Mann mir so einen Spaß macht, habe ich gedacht, so lassen wir den neuen Fels nicht von der Bühne gehen, oder? Ich weiß, ich höre alles vorhin, ich habe meine Ohren überall, ich weiß, was meine Kollegen so tun. Und es gibt sehr viele Gute, muss ich auch sagen. Aber ich weiß auch, was dieser Mann so macht. Und der hat einen Titel geschrieben und da habe ich gesagt, Freunde, zum allerersten Mal, und ich lüge nie, Scheiße, das könnte wirklich ein Hit werden. Und ich habe ihn mir so gewünscht, dass er für mich diesen Song singt. Er weiß es nicht, aber meine Technik weiß es. Haut mal jetzt rein, hier, Überraschung für euch, Frank Neuenfeld. Ja, bist du denn verrückt, Michael? Wir sind ja noch nicht fertig, oder? Nein! Dann holen wir